habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum Verdammt nochmal? Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich hier besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel ab! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du Mistkerl! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Willkommen an Bord! Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham! Klar, ich bin Rackham! Ich bin dein Mann! Den Vogel in die Luft. Du bist George Rackham, Sohn des vierten Earl of Windsor. Genau. Piep, piep, altes Haus. Die Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Sag an, ich darf jetzt fliegen. Oh mein Gott, ich hasse hey, es zu fliegen. Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Alles klar. Ich hoffe, dass das Fliegen hier einfacher ist. Ich kenne diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht als im Multiplayer. Was redest du davon, Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Ich sag's. Gefühl für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihm dran! Bin dabei, ist nur nicht so einfach. Alter, klar, solche Manöver, Alter, das werde ich im Leben nicht hinkriegen. Etwa zu viel für dich? Näher ran! Noch näher ran, okay. Okay, diese Distanz halten. Festhalten, Windat! Kinderspiel! Ich bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Okay. Langsam verstehst du mich. Wie schön. Alter, ey, das ist echt... Leute, ich habe so Angst, hier gerade die Scheiße zu fliegen. Ich bin... Sowieso mit Maus. Das funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Alter. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Alles klar. So, da unten ist er. Oh, da meint er her, ja? Ja, was für ein Manöver der macht, ich schaff ihn nie, ey. Du
Dürfen wir jetzt hier endlich was abknallen oder geht das Fliegetutorial hier noch weiter über den Bergen? Alter, was für Flugmanöver der Typ hier von sich gibt vor uns. Ach, muss ich den jetzt hier ganz nah die ganze Zeit hinterherfliegen oder was? Ah ja. Bin dabei. Ich gebe schon Vollgas. Alter, was für eine Steuerung, ich sag's euch. So, jetzt haben wir ihn aber hier. Was für ein Spaß! Hast du auch Spaß, Wingnut? Ich heiße Wilson und du sollst aufpassen. Augen nach vorne. Bin dabei. Du fliegst gut, wenn auch nicht immer ganz nach Vorschrift. Danke. Vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen. Wohin will er jetzt? Lass ihn. Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen, Feuer frei! Mit Vergnügen! Alles klar. Ja! Was für ein Vogel! Da sind noch mehr Ballons. Rauf und Feuer! Verstanden! Okay, das geht schon mal auf jeden Fall gut von der Hand. Schönes Ding. Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Alles klar. Ich muss nachladen, komm schon. Okay, naja, muss ich mit einem neuen Winkel ranfliegen. Das werde ich so nicht schaffen. Oh, das wird ein bisschen steil. Oh, aber doch noch geschafft. Krasses Ding. So, schaffe ich das von hier aus? Oh, ich muss nachladen. Okay, dann nochmal drüber fliegen. So, jetzt mit wenig Gas. Ja, ja, okay, alles klar. Okay, kann ich mal was fragen? Ja. Klar. Warum klingt George Rackham, der Sohn des 4. Earl of Windsor, wie ein Amerikaner? Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Jerrys besiegt sind, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha, du bist ziemlich misstrauisch, Wilson. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Scheiße! Deutsche! Was machen die jetzt? Da war's wohl! Wir schießen sie ab! Oh, der rote Baron ist am Start! Alter, mein Fliegen lässt trotzdem immer noch sehr zu wünschen übrig. Ah! Ey, das war jetzt aber nicht meine Schuld. Scheiße, ey. Okay. Okay. Ah, dann jetzt nochmal. Jerry meint es ernst! Festhalten!
Mein, oh Mann, also die Steuerung liegt mir immer noch nicht ganz so mit den Dingern, ich sag's euch. Haben, kann ich mich auf eins Fluges reparieren? Oh, das geht tatsächlich auch. Das ist nicht schlecht. Zählst du mit, Wilson? Hauptsache, wir kommen schnell wieder runter. Sieht aus, als wäre nur noch einer übrig. So, Kollege, diesmal nicht rein. Der hat was abbekommen. Unternimm was. Das kannst du laut sagen. Hab ich schon. Ach so. Vielleicht das Geschenk. Reparier von da vorne so viel wie möglich. Bin dabei. Ja, geht doch. So gut wie neu. Noch mehr Jerrys. Ach, wirklich. Ich sehe sie. Halt deine Unterhose fest. Gut, dass du sie siehst. Ich sehe sie nämlich nicht. Okay. Nein! Komm schon, Jerry. Okay, den haben wir. Rum. Das ist unser Boy. Okay, nice. Ganz hilflos bin ich also hier nicht unterwegs. Ah, den treffe ich so nicht. Ach, verdammt. Niemals ausweichen, immer draufhalten. Ah, Mann, diese invertierte Steuerung. Alter, sind die verrückt? Also, wie man merkt, fliegen ist nicht so ganz meins, aber es sollte hoffentlich für die Story reichen. Haben wir einige Kapitel mit dem Typen vor uns, auf mich fliegen wir nicht die ganze Zeit dann. Alter. Der hat ein paar Ausweichrollen drauf, der Typ, ey. So, einmal rumgedreht und repariert. Jetzt dem anderen hinterher. Okay, den hat es hoffentlich erwischt oder doch noch nicht. Er macht nur eine super krasse Ausweichrolle. Ja, verdammt, nicht schnell genug hinterher. Er will aber auch nicht hier drauf gehen, der Kleine, ne? Wow! Ich merk's! Wollte ich gerade sagen. So, jetzt aber hier. Geh verreck. Wir werden verfolgt. Alter, wo ist der denn? Alter, wie lange kann der denn hinter mir bleiben? Den müssten wir jetzt aber haben hier. Was machst du denn? Wir sollten umdrehen. Ah, scheiß auf die Basis. Hochziehen! Hochziehen! Hey, Deckung!
Genau. Alles okay? Ja, alles okay. Wir müssen die Fotos sofort zur Basis bringen. In Ordnung. So entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Und mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon. Das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Versprich es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Bleib hier. Mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie, aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen, Sie müssen einen Wahnsinnspiloten. Wahnsinnspiloten. Uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher auf so einem Luftschiff. Echt gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt. Aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Sie war natürlich alles andere als begeistert. Jetzt. So, jetzt reden sie natürlich hier weiter, aber das werdet ihr dann erst tatsächlich in der nächsten Folge wieder sehen. Denn hier sind wir jetzt auch schon wieder Ende angelangt von der Folge Let's Play Battlefield 1, die Story. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es das hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei eurem Sebastian, eure Gamer-Neighbor. Haut rein, Leute.